Holy, sieht das gut aus. Ich habe zwar ein paar Drops gerade, aber... Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, jetzt hängt es. Okay. Für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Okay, jetzt hängt es nicht mehr. Ich kann jetzt aber nicht in die Einstellungen rein, das ist scheiße. Manu! Ach komm schon, bitte. Es ging doch die ganze Zeit. Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Boah, das ist ja übel. Das wird ja immer schlimmer. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Ich werde... Ich weiß nicht, wo ich lande, oh Gott. Aber soweit ich weiß, kann man sich das Haus dann trotzdem noch aussuchen. Aber wenn der Hut spricht, dann spricht er. Punkt. Oh Gott, komm schon. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Ich will bitte in die Einstellungen rein. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Nein, ich will in die Einstellungen. Lass mich hier raus. Ach du Scheiße. Kann das jetzt mal bitte aufhören? Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen. Bestimmte Erwartungen. Unterricht? Erkunden? Ich will mich hier umsehen. Ich freue mich schon darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, loyal, Ehrgeiz. Eigentlich eher Neugier. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Naja. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Okay, ich bin im selben Haus wie mein Mann. Auch nicht schlecht. Ja. Was der Hut spricht, so ist das. Darf ich jetzt bitte in die Einstellungen rein? Du gehörst nach Ravenclaw! Ja, das fängt schon wieder an. Das ist doch kacke, Mann. Grrr. Sollten die Performance-Probleme nicht behoben sein mit dem Hotfix? Ich habe ihn extra noch runtergeladen. Oh Gott, das tut mir echt leid gerade, ne? Oh,
Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ich kann überhaupt nicht hingucken, das tut Was weh. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Hi. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Hi. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Holy crap. Ja, es hat sich jetzt wieder gefangen, aber das wird auch wiederkommen. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Was? Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Nur weil ich neugierig bin? Kommt schon. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Na dann, sie macht's von allein, finde ich gut. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Können Sie mal bitte keine Cutscenes mehr kommen, dass ich endlich in die Einstellung kann? Bitte! Bitte! Nein, hör auf! Mann, da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Nein, erstmal sollten wir in die Einstellung, Mäuschen. Huiuiuiuiui. Oh nee. Das wird ja immer schlimmer. Okay, ich muss hier erstmal ein bisschen was rumjustieren. Okay, jetzt scheint es zu funktionieren. Ich musste meinen Mann zu Hilfe holen. Ich weiß nicht, was er da dran rumgedreht hat. Auf jeden Fall funktioniert es jetzt, aber ich denke, es kann auch mit einem Aufnahmeprogramm liegen. Weil eben, da waren die Lags dann trotzdem noch, aber jetzt habe ich mal neu gestartet und jetzt scheint es weiter zu gehen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Okay, wir müssen einfach nur gegen die Tür rennen. Nice. Ich meine, das in Hogwarts hier. FPS, heilige Scheiße, was ein Zungenbrecher. Drops in, habe ich schon von mehreren Leuten gehört. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Für was? Was hast du denn vor? Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Stell ich Emmett vor, stell ich Everett vor, stell ich Samantha vor. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Na gut. Okay. Ganz ruhig. Hallo. Ah, hallo. Willst du mal gucken? Was gibt's denn zu sehen? Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arcto. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja, man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Schaar ist unglaublich bewandert.
Ich würde gern Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünftklässler. Yippie. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Tja, sag das mal den Leuten hier aus dem 21. Jahrhundert. Ja, es scheint tatsächlich zu gehen. Mal schauen, für wie lange. Ja, scheint zu klappen. Das ist auch nicht richtig. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine! Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja! Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fake vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich! Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Tja, in Sachen Pflanzen redest du leider Gottes mit der Falschen, weil mein Daumen ist pechrabenschwarz. Professor Feig weiß eine Menge über verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kerlchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Na dann. Ist es denn üblich, dass die Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja, unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlick unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Hat mich gefreut. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Oh. Was kann ich hier machen? Yay. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Du versteckst dich doch vor jemandem, der will dich doch erschrecken, oder? Everett Clopton. Ein Moment. Sieh mal. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Hallo, ich bin Everett. Ich bin ein Zauberer. Ich kann zaubern, dass die Luft stinkt. Hoi. Bin ich nervös? Nö. Ich bin gerne hier. Bereit für den Unterricht. Sehr gut. Das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett, dich kennenzulernen. Ebenfalls, Everett. Hallo, neuer Ravenclaw. Professor Weasley wartet draußen auf dich. Beeil dich lieber. Draußen? Was? Die Fünftklässlerin. Wo die wohl herkommt. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Labert noch jemand was über mich? Was ist das für ein Symbol? Offenbar noch nichts, was nutzbar wäre.
Nö, sonst labert niemand. Gut. Oh. Was ist mit euch los? Die machen komische Geräusche. Hallo. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Ich muss nur 4 Jahre nachholen. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von 5-Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Eben hatte ich mal kurz wieder leichte Drops. Naja, es fängt wieder an. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Revelio. Büste von Ravenclaw. Diese zu Ehren des Hauses Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Du hast eine Handbuch-Herausforderung freigeschaltet. Dein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Mhm. Ja. Das ist deine Zauberstufe. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Sammle in Hogwarts 2 Handbuchseiten. Belohnungen und bla bla bla. Okay. Raffiniert, nicht? Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss und auch außerhalb. Ich glaube, es ist tatsächlich das Aufnahmeprogramm, das mein Rechner da ein bisschen muckt. Aber es geht noch. Ich habe schon schlimmere Lecks gesehen. Bloß nicht trödeln, Sie haben noch Unterricht. Ich bin direkt hinter dir, du Troller. Oh, das habe ich vorhin schon bei Sascha gesehen. Ha, das kommt gerade recht. Was denn? Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller.
Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. So. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Wähle die Region Große Treppe, um fortzufahren. Mit dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen. Ja, diese Kamin-Dingsbums da. Ja, okay. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze AD, um die Karte zu drehen und begib dich per Schnellreise mit Leertaste zu der Flohflamme in der Haupthalle. Oder man klickt einfach drauf. Und da wären wir. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen Sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. King's Cross ist ein Bahnhof in London, ich sag's ja nur. Ich werde mich hier so brutal verlaufen. Oh Gott, ich werde mich verlaufen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Hui. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche, alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. Kneipe ist gut. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da was sagen sollten. Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Hallo. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind.
Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Ja. Das sieht schon genial aus, ne? Ich habe jetzt zwar die Quali tatsächlich nur auf Mittel. Und es sieht trotzdem immer noch genial aus. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich bin auch mehr... Wie soll ich sagen? Ich habe schon so viele Leute sagen hören, boah, nee, das Spiel spiele ich nicht, weil die Grafik so mies ist. Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Mich interessiert die Story dahinter. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ich habe mein Bestes versucht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Okay. So, dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und/oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und/oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von den Professoren oder als Auftragsbelohnungen erworben werden. Verfolge einen Auftrag mit blablabla mit rechter Maustaste, die dunklen Künste, Zauberkunst. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Gott sei Dank. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich. Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Hervorragend. Oh, Sekunde kurz. Ah, Hustanfall. Verzauberter Kompass. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob Ronan uns eigentlich. Das finde ich gut. Ich würde auch tatsächlich sagen, ich klebe mich erstmal hier an die Hauptstory. Bevor ich hier wild rumeiere. Angst vor dem? Bitte?
Ach so, du kommst mit? Na, sag das doch. Danke. Sonntagsflieger. Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Oh, hallo. Die machen komische Sachen hier. Oh, oh. Auftrag anfangen.